Hallo, Auge. Ich sehe dich. Er legt sich einfach mal hier und pennt. Steckt des Zyklopen. Banditen und Schatz einen. Okay. Ich brauche Deckung. Wenn ich leise bin, sollten die Büsche reichen. Das Schatzeli. Okay. Malaka. Das muss ja ein ganz besonderes Auge sein. Ich darf nicht gesehen werden. Hallöchen. Na? Okay, dahinter muss es sein. Schildert man erstmal die anderen davon aus. Komm her, schnell! Ach, das ist am Kotzen. So, ich bin Doktor. Komm, 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 komm. Okay. Kommt schon, nächste. Den lassen wir kurz ziehen. Dann ist doch mal der da. So, warum auch immer der bis hierhin gelaufen ist. Fleisch. Die haben ein Schwein geschlachtet. Kommt der Dicke? Da ist noch einer. Oh. Ich glaube, ich habe da was gesehen. Nein. Du hast da nichts gesehen. Jetzt.
Er ist auch kotzen. Hallo, der Doktor. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, auf Attentat zu gehen. Will ich es doch nicht. Blindi, 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 blindi. Der Typ kommt da langsam wieder. Ich weiß, dass die Leute, die hier drinnen waren, viel Ärger kriegen. Um denen das Leid zu ersparen, holen wir uns auch noch den letzten. Dann kann der schon mal keine Ärger mehr kriegen, ne? Ich lass mal lieber drin. Zeus, der Zyklop macht keine halben Sachen. Ja, der macht keine halben Sachen. Nein. Schön weit weg. So, da haben wir noch was. Hm.
Okay. Schon wieder Wölfe. Menü? Ja! Oh. Ja! Ella, Ella! Komm schon! Komm schon! Mist! Darum sollte ich mich kümmern. Vorsichtig! Weißt du, wie viele seiner Wachen dort waren? Hier sind jedenfalls viele aufgetaucht. Ich sagte doch, ungesehen bleiben. Wenigstens hast du ihnen eine Lektion erteilt. Das alles für einen Stein. Dieser Stein ist mehr wert als ein Haus. Aber trotzdem nicht genug, um den Zyklopen zu bezahlen. Oh, sei nicht enttäuscht. Denk an den Spaß, den wir hatten. Genau. Dein Spaß, mein Blut. Du musst aufhören, mich in sowas hineinzuziehen, Marcos. Es funktioniert, das verspreche ich dir. Würde ich dich anlügen? Soll ich das beantworten? Nimm das Auge, aber verkauf's noch nicht. Niemand wird glauben, dass wir es rechtmäßig erhalten haben. Die wissen genau, wem es gehört. Schön. Besser in deiner Tasche als in seinem Besitz. Ich denke, das reicht für einen Tag. Chere, Marcos. Warte, da war ein Boot, das ich noch nie gesehen habe. Und? Es war viel zu gut für diese dreckige Stadt. Das muss der Zyklop mit seinen Freunden sein. Er ist zurück? Du gönnst mir einfach keine Pause, oder? Erledige sie, dann hast du ein Problem weniger. Außerdem sehen diese Fremden so reich aus wie Krösus. Der Zyklop bezahlt sie gut. Und du kannst nur gewinnen. Es kann ja nicht schaden. Was habe ich schon zu verlieren? Du? Du verlierst nicht, da bin ich sicher. Und wo sind sie? In einem verlassenen Haus an der Ostküste. Wer weiß, was sie für Reichtümer in ihrem Versteck horten. Schick sie in den Hades, dann nimm alles mit, was du finden kannst. Wir werden reich! An der Ostküste. Kannst du etwas genauer sein? Wenn ich mich richtig erinnere, sind sie in einem verlassenen Haus, bei einem Wäldchen, südlich von Sami. Und wenn diese Besucher nicht von Kefalenia kommen, woher kommen sie dann? Sicher ist nur, dass Kefalenia der letzte Ort sein wird, den sie jemals sehen.
Es könnte sein, wenn wir in der Nähe sind. Ja, aber ein Teil dieser Reichtümer behalte ich. Das ist nicht verhandelbar. Nicht einmal eine Drachme für den Mann, der dich geschickt hat? Der Rest wird deine Schulden abbezahlen. So oder gar nicht. Oh gut, schön. Jetzt zeig diesem Fremden, was es bedeutet, Kefalenia zu sein. Bluten oder bluten lassen. Auge um Auge abgeschlossen. Ja, und Levelaufstieg. Schön, 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 schön. Jetzt könnte man den eigentlich fast platt machen. Hier wollten wir nochmal rein. Attentat, Attentat, Attentat. Kritisch, Adrenalin, kritisch. Aber dann noch so, das haben wir noch gefunden, okay. Und dann haben wir Aufladetempo, Adrenalin, tödlicher Kopfschuss. Okay. Bis 3% Fernkampfschaden, das ist natürlich nicht schlecht. Vom Bogen. Was haben wir hier noch? Oh. Mützchen. Attentatschaden. Bewegungstempo beim Ducken. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah. Cool. Sieht cool aus. Attentat, Jäger, voller Gesundheit, okay. Okay, die anderen brauchen wir gar nicht groß gucken. Dann haben wir hier. Keine böse Frage. So. Gesamtrüstungswert plus 6, das ist gut. Attentat hat. Attentat, ja. Attentat haben wir ja schon genug, machen wir Gesamtrüstung. Ein Beinkleidchen. Speerschaden benutzen wir weniger. Wir alle, ja. Okay, hier haben wir immer noch den Beutel. Questgegenstand. So, mal speichern. Sollten wir vielleicht auch öfters anwenden. Lass mir doch mal verrecken. So. Verfehlt. Mhm. Da sind sie und das verlassene Haus. Und das verlassene Haus, ja.
Da waren wir doch schon bei dem verlassenen Haus mal. Ja, guck, haben wir schon abgehakt. Na gut. Ella. Bloß nicht sehen lassen. Hier rein? Nee, ne? Die Leiche mal schnell weg. Guck mal, jetzt liegt schon nächste Pen. Okay, die bleiben da jetzt anscheinend stehen. Hoffe ich einfach mal. Normalerweise überlasse ich die Drecksarbeit anderen. Du weißt nicht zufällig, wie man diesen Fleck wieder rauskriegt? Er sieht ein bisschen aus wie Cäsar. Es wird mehr Blut fließen, wenn du näher kommst. Vielleicht. Aber dann hörst du mein Angebot nicht, Söldner. Ein sauberes Gemetzel. Sehr gute Arbeit. Du hast nicht viel Mitgefühl für die Männer, die mit dir arbeiten. Nicht mit mir. Für mich. Beschäftigte. Nun, ehemalige, schätze ich. Also arbeitest du nicht für den Zyklopen? Leute wie du glauben für gewöhnlich nicht an Mythen. Nicht das Monster. Der Mensch. Du bist ein Fremder. Warum bist du hier? In der Tat, ich stamme nicht von Kefalenia. Ich bin hier, weil das, wonach ich suche, hier ist.
Wenn du mir folgen würdest, Alexios. Wer bist du? Woher kennst du meinen Namen? Ich bin Elpenor aus Kira. Und was deinen Namen angeht, ich war neugierig wie du. Ich habe gefragt und man hat mir geantwortet. Wer hat dich geschickt? Ein neugieriges Wesen. Gut, das wird helfen. Du weißt mehr, als du mir sagst. Dich zu kennen ist in meinem Interesse. Und mich zu kennen in deinem. Mein wertvollster Besitz wurde gestohlen und nach Ithaka gebracht. Penelopes Totentuch. Du musst es mir zurückholen. Das Totentuch von Penelope? Der Frau von Odysseus? Das ist ein Witz. Doch, darum geht es. Unmöglich. Wenn es das wirklich gäbe, wäre es unbezahlbar. Und deshalb will ich es zurück. Ithaka ist keine kleine Insel. Ich brauche mehr Informationen. Ich würde im Haus des Odysseus anfangen. Nun, was davon übrig ist. Eine inspirierende Geschichte. Eine alte Liebe wieder vereint. Also schön. Ich mache es. Erwarte nicht, dass es einfach wird. Erwarte nicht, dass es billig wird. Dann sind wir uns einig. Es liegt ein Ruderboot im Hafen. Benutze es. Es ist nicht für das offene Meer gebaut, also pass auf. Wenn du das Tuch hast, komm zu mir in den Tempel des Zeus. Nun gut. Oh, und Söldner. Gut. Versag nicht. Schicke Gäste. Okay. Unterwegs zum Haus von Odysseus auf einem winzigen Boot. Mit Arm müssen wir diesen Schlüssel versuchen, Poseidon nicht zu verärgern. Das legendäre Tuch. Elpenor sagte die Wahrheit. Oha. Was ist hier noch? Schiffswrack. Okay. Erstmal Schiffswrack. Okay.